Leute, seht mal! Überall ist Farbe! Sieh einer an, nicht einen Tropfen, weil ich nämlich meinen unsichtbaren Schutzschild trage. Da kann mir nichts passieren. Oh nein! Dein unsichtbarer Schutzschild hat anscheinend ein Loch. Na, warte! Lass mich in Ruhe! Hey, ist alles in Ordnung da oben? Alles bestens, Dave! Er kommt gleich hoch, wir haben nur noch 10 Minuten. Hey, 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 Dave! Nur so als Vorwarnung. Wir haben ein bisschen was geändert. Wow, ihr habt die Wände gestrichen. Aber wo ist euer Spielzeug? Spielzeug? Also wirklich, Dave, wir sind ein bisschen zu alt für Spielzeug. Und für Möbel. Ich bin schwer beeindruckt. Seht ihr, was ihr erreichen könnt, wenn ihr zusammenarbeitet? Bist du beeindruckt genug, um mit uns rauszugehen? Außerdem tut dir ein bisschen frische Luft ganz gut, so hart wie du arbeitest. Ja, ich glaube, ich habe noch genug Zeit vor meinem Treffen mit Mr. Figgle. Ich darf vorne sitzen! Erwin, man darf erst sagen, dass man vorne sitzen will, wenn das Auto in Sichtweite ist. So lautet die Regel. Seit wann? Schon seit Anbeginn der Zeit. Ach, du meinst, als die Dinosaurier in Cabrios durch die Gegend gefahren sind? Mr. Figgle, Sie sind ja früh da. Es tut mir leid, dass Sie warten mussten. Bitte, kommen Sie rein. Ich habe 5 Minuten, Mr. Civil. Beeindrucken Sie mich. Also, ich weiß, Sie wollten etwas, das ein bisschen anders ist. Etwas Unerwartetes. Jedenfalls, ich hoffe, es gefällt. Warten Sie, nein, das ist... Was? Nein, das ist total falsch!